Im Dialog Deckenbelag werden Ihnen geschossweise die Räume, Raumnamen sehen Sie jeweils in der ersten Spalte, angezeigt, die einen Belag an der Decke, die sich oberhalb des Raumes befindet, auslösen. Auch Räume wie zum Beispiel Garagen, die laut Baubeschreibung, laut dem, was bei Ihnen im Standort hinterlegt ist, keinen Belag auslösen, werden Ihnen hier ebenfalls angezeigt. Beachten Sie bitte, dass auch Außenräume, wir haben hier zum Beispiel einen Raum, der Loggia heißt, und das, was wir ja hier sehen, ist immer das, was dem aktuellen Plan entspricht. Und wenn wir hinschauen, sehen wir eben, aha, wir haben hier den Raum Loggia gesetzt in dem zurückgezogenen Eingangsbereich, einfach dafür, dass dort entsprechend ein Elektroprofil entsprechend gerechnet wird, ein entsprechender Wohnflächenanteil auch da ist. Und wenn wir uns das in der 3D anschauen, dann ist es eben so, dass dieser Raum hier natürlich keinen Deckenbelag auslösen darf, weil das, was wir jetzt hier weiß im Außenbereich sehen, etwas ist, was die Kalkulation, Anführungszeichen, natürlich an anderer Stelle, nämlich als Deckenuntersicht entsprechend berücksichtigt. Wenn wir noch eins machen, wenn wir bei dem Plan einfach mal durch das Fenster oder durch die Terrassentür im Dachgeschoss schauen, dann sehen wir auch, dass dieses Haus im Moment giebeloffen ist. Was uns auch wiederum erklärt, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, warum es im Dachgeschoss im Moment keinen Deckenbelag gibt. Das heißt also, dass der Dachspitz komplett ausgebaut ist, demzufolge gibt es keinen Deckenbelag, demzufolge sehen Sie nur für den Keller und für den Erdgeschoss entsprechend die Räume mit einer entsprechenden Deckenfläche. Wir ändern das gleich nochmal, schauen es uns an. Wie gesagt, erste Spalte ist der Raumname, dann kommt die Fläche, dann sehen wir den Belag und dort steht, das ist recht wichtig, in Klammern, wenn in der Ausbaustufe Leistungspaket enthalten, bedeutet also bitte eins, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie möchten nicht für dieses Angebot, dass diese Belege berechnet werden, dann bitte nicht, Achtung, ich zeige es Ihnen einfach mal hier mit dem Markieren, Sie könnten vorne anklicken, Maus nach unten ziehen und dann eine Mehrfachmarkierung machen, dann bitte nicht einfach hier auf ohne Belag umstellen. Das ist zwar technisch möglich, aber bitte Achtung, das, was jetzt passieren würde, wäre eben, dass nichts kalkuliert wird. Wenn sowas zum Beispiel über eine Eigenleistung rausgenommen wird, wird in der Regel eben nicht 100% gut geschrieben, sondern nur ein bestimmter Betrag. Und es kommt noch eins dazu, ich gehe einfach mal mit Abbruch hier raus. Aus dem Dialog, geh dann in den Dialog wieder rein, dann sehen Sie auch Anführungszeichen, wofür das Abbruch gedacht ist, weil die Einstellung einfach beibehalten wurde demzufolge. Aber nochmal, es könnte eben sein, dass gerade bei Deckenbelägen, noch eher bei Fußbodenbelägen, eben an diesen Einstellungen Details dranhängen, die mit dem Belag gar nichts zu tun haben, die aber kalkulatorisch ausgelöst werden. Der Klassiker wäre eben im Bodenbereich ein Fliesenbelag, der selbst, wenn er nicht im Leistungsumfang enthalten ist, unter Umständen bei dem Estrich, der dann im Leistungsumfang enthalten ist, bei bestimmten Räumen, Raumgrößen oder Fußbodenheizung auslöst, dass eine Estrichbewehrung ausgeführt wird. Deswegen bitte hier, wenn kein Belag, das nicht einfach im Deckenbelag einstellen, sondern über ein Eigenleistungspaket diese Leistung kundenseits rausnehmen und wirklich nur im Einzelfall, wenn es sich auf einen einzelnen Raum bezieht, dann berücksichtigen. Gleiches gilt, wie gesagt, für die Räume, die keinen Belag haben, weil sie außerhalb des Hauses sind, wie entsprechend die Loggia. Hier wäre es einfach eben nicht schlau zu sagen, jetzt rechnen wir noch eine Tapete oben drauf. Ich denke, das ist verstanden. Damit aber solche Konstellationen auch gerade dann, wenn es größere Häuser sind, einfacher zu steuern sind oder zu steuern ist für Sie, mache ich einfach mal eins. Ich markiere hier vorne mal einen der Räume, zum Beispiel eben das Büro. Und Sie haben hier unten eine Schaltfläche, die heißt Räume mit gleicher Ausstattung auswählen. Was technisch passiert, ist nichts anderes, als wenn Sie selber mit der Maus und gedrückter STRG-Taste eine Mehrfachmarkierung machen, hilft aber einfach hier sicher die gleichen Belege auszuwählen. Und damit wären wir jetzt hier zum Beispiel in der Lage zu sagen, wir stellen das Ganze auf Edelputzweiß um mit Escape. Lösen Sie die Markierung wieder aus. Wir könnten jetzt auch einen Raum wieder auf Anstrich Weiß-Quarzgrund zurücksetzen. Und wenn ich jetzt eben hier die anderen Räume wieder markiere mit gleicher Ausstattung, dann sehen Sie, der Anstrich Weiß-Quarzgrund wird jetzt nicht mit markiert, weil eben bei dem gewählten Belag
der Belag anders ist. Und Sie sehen immer in der zweiten Spalte Belag Standard. Was ist das? Was theoretisch der eingestellte Standard hier in der BLB wäre.